Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Jo, ich doch noch. Und ja, hier jetzt mit der Legung auf dich. Ihr seid auf meinem Kanal himmlischebotschaften.de, bei mir Christel Weiß und ich freue mich, dass ihr reingefunden habt, hergefunden habt, reinschaut, ja, teilnehmen möchtet an diesem Video, was jetzt hier über euch und auf euch gelegt wird. Wir werden Ist-Situation Zukunft gegebenenfalls die Paarlegung haben. Ich möchte jetzt keine Single-Legung veranstalten. Wir werden sehen, was er jetzt fallen möchte. Und ja, schauen wir, ob er damit in Resonanz gehen könnt oder nicht. Ganz lieben Dank für eure Kommentare, für die Zeit reinzuschauen und zu liken. Wertschätzung, die auf vielen Wegen zu mir finden, auch über Mails, ganz lieben Dank. Freut mich sehr, bestätigt mich sehr und ja, sicherlich auch meine Arbeit. Das ist das, was ich hoffe, euch rüberbringen zu können, dass ihr weitergeht für euch, nicht stehen bleibt, sondern euer Leben so verändert, dass ihr glücklich, zufrieden, harmonisch mit euch selbst seid. Ja, der Rest kommt dann dazu. Das ist meistens so. Gut, jetzt hierzu, wie immer, mit der Bitte an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading, und mögen hier die Karten fallen, die uns eine Aussage darüber geben, wie es hier mit dir in Zukunft weitergeht. Du stehst hier mittenmang in den Veränderungen, so wie das jetzt hier gerade reinkommt. Also, die Beziehungskarte liegt momentan mit der Blockade, mit den Unklarheiten, eventuell auch mit einer Trennung da. Du bist dir da noch nicht ganz so sicher. Du hast hier keine Sicherheiten und du weißt auch nicht, kommt da jetzt eine Entscheidung oder kommt da keine. Und es scheint sich hier sicherlich um diesen Herrn hier zu handeln, also um den Bären, der hier eine Entscheidung treffen müsste, was eure Beziehung angeht. Der hat momentan um sich herum den Neuanfang im Lebensbereich liegen. Er möchte hier auf jeden Fall Veränderungen haben und er möchte hier irgendwie ins Glück. Gut, ob das mit euch jetzt da nicht mehr so ganz glücklich ist oder doch, das wirst du wissen. Ja, die Beziehungskarte ist auch eine Eckkarte. Wir haben hier den Ring, die Liebe und die Bewegung drin. Wir haben aber auch zwei Männer im Kartenbild. Einmal der Herr und dann den. Es ist die Hauptpersonenkarte, die hier neben dem Schicksalskreuz liegt. Und der Bär, der meistens eben ist deine männliche Person, die du jetzt gerade hast, betrifft. Oder eben, wie gesagt, ein Ex. Dieses hier sieht eher nach einem neuen Herrn aus, der Seelenpartner ist, genauso wie der Bär, der im Moment hier die Frage hat,
Geht man hier gemeinsam irgendwo vielleicht in einen Neuanfang oder auch nicht? Hier gab es eine positive Begegnung, die schicksalsbedingt stattgefunden hat. Und der ist aber noch sehr hier bei sich. Ja. Dürfte dir vielleicht auch gerade erst so über den Weg gelaufen sein. Da waren auch schon Nachrichten, man hatte hier Kontakte. Also das ist das, was jetzt im Moment hier über die Hauptpersonenkarte reinkommt. Du selbst bist also hier noch ein bisschen in einem Zwiespalt mit dir selbst, weil auf der einen Seite sicherlich vielleicht die Frage ist, ja, was will mein jetziger Herr? Der redet ja momentan nicht unmittelbar mit mir und benimmt sich so komisch. Was ist da? Veränderungen finden hier irgendwie nicht statt. Mir ist hier auch nicht ganz klar, was er jetzt überhaupt in seinem Leben möchte, weil er nicht redet. Und du hast hier so ein bisschen Unsicherheiten, Depriphasen, Rauf- und Runtergefühle, wie du es auch immer nennen möchtest, vor dir liegen. Also die Situation ist hier gerade nicht ganz einfach, fühlt sich gerade nicht ganz gut an und du fühlst dich auch nicht ganz gut. Gut, also von daher, ich weiß gerade nicht, woran ich bin. Irgendwo stecke ich fest, es bewegt sich nichts und das ist doof. Ja, Nachrichten kommen auch keine. Ich weiß nicht, was los ist. Sicherheiten gehen hier auch irgendwie so ein bisschen flöten. Und von daher ist eine große Unsicherheit da, würde ich jetzt mal sagen. Du bist auch recht vorsichtig, was Gefühle angeht. Du machst dir da so ein bisschen falsche Gedanken. Hier liegt die Sehnsucht nach der Liebe. Du möchtest hier eine positive Beziehung, Leben und Liebe, genauso wie die Harmonie und die erfüllende Sexualität, findet alles irgendwie nicht so ganz statt. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht gerade sehr befriedigend und erfüllend ist. Du hast unter Umständen auch 2, 3 Freundinnen, mit denen du hier durchaus mal unterwegs bist, die dich schreibst und oder dir schreibst mit den Personen. Ja, die wissen davon, dass es dir da nicht so ganz gut geht und stehen ja ziemlich offensichtlich hinter dir. So, dann haben wir die Arbeit. Du hast hier vielleicht etwas mit Gesundheit zu tun, wo das Geld auch reinkommt. Das Geld liegt in der Beständigkeit, liegt in positiver Veränderung da, in die Beständigkeit gehend. Gut, man hat immer mal auch so Situationen, wo man mal ein bisschen rechnen muss, aber da du hier die Sonne und den Mond dran liegen hast, die Veränderung, den Baum, würde ich jetzt nicht sagen, und dann auch noch die Arbeit, dass man sich da normalerweise keine Gedanken drüber machen müsste. Aber das bringt dann immer so gewisse Erfahrungen mit sich, ja, wenn man dann schon mal ein bisschen rechnen musste. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, es läuft gerade nicht. Du steckst gerade irgendwo fest, weil hier liegt noch die Veränderung im Stillstand. Wir gehen aber davon aus, wenn da die Entscheidung getroffen ist, dass es dann zu den Veränderungen kommt, die schicksalsbedingt sind. Und dann gibt es auch wieder die Begegnung mit dem Herrn hier. Ich stelle euch noch mal ein bisschen anders. Hier in der Ecke liegt im Moment der Reiter. Denn das hier ist das Glück, die Begegnung. Und der Herr guckt ja auch ziemlich offensichtlich ins Glück mit einer positiven Begegnung und einem Neuanfang, wovon du ja vielleicht noch nichts weißt. Aber der hat hier so ein bisschen was in Planung oder zumindest im Kopf. Ja, also gerade nicht ganz angenehm deine Gefühle nach dem Kartenbild. Und wenn man nicht weiß, woran man ist, unsicher ist und keinen Plan hat, wie geht es jetzt gerade weiter, vielleicht auch in dieser Ex-Beziehung, und man steckt hier fest, dann ist das immer nicht wirklich befriedigend. Gut, dann gucken wir mal, wie sich das hier hoffentlich bald auflöst. Denn die Veränderungen sind ja hier schon in Sicht gewesen, momentan in dem Kartenbild.
Das sind ja keine Langzeitfaktoren, da lag ja früher Sommerbereich drauf. So. Gut, dann gucken wir mal. Da, wo es blendet, ist der Mond. Alles andere ist sichtbar, würde ich sagen. Gut, wir haben hier die Trennung im Moment zu den Bären. Der redet nicht, der macht zu, der hat nur da Trennungskarten, Blockaden und ähnliches liegen. Im Moment hier eine Dame. Hier liegt auch das Fremdgehen, also aus dem Grunde will er sich da trennen und in eine andere Richtung. Die hat hier also ziemlich offensichtlich die Absicht, mit ihm da weiterzugehen. Kann sein, dass du die kennst. Entweder ist es eine Kollegin oder ist es eine Freundin. Das war dann wahrscheinlich demnächst irgendwann eine Freundin, denn die geht ja höchstwahrscheinlich auch in den Verlust, wenn sie dann mit ihm was angefangen hat. Ja, und die hat ja auch die Veränderung drin und die Sexualität oder beziehungsweise das Fremdgehen. Jo, also das geht hier ziemlich in die Brüche. Du siehst dich hier noch so ein bisschen nicht geliebt und verletzt und weißt auch noch nicht ganz genau, wo du jetzt gerade mit deinen Gefühlen hin sollst. Hier liegt auch die Trennung zurzeit noch zu ihm im Kartenbild. Und ich denke, das ist beschlossene Sache. Der hat hier ja auch Umzugskarten liegen. Also falls er da irgendwo eine feste Bindung habt oder der mit ihr hier zusammenziehen will, wie auch immer. Auf jeden Fall rutscht der hier demnächst in die Vergangenheit, somit auch dieser Abschluss in dieser Beziehung, die sicherlich jetzt natürlich auch noch so ein bisschen Achterbahnfahren der Gefühle beinhaltet, dieser Abschluss. Aber das ist ja normal, das ist ja nicht neu. Da müssen wir leider immer dann alle durch. Ja. Jetzt haben wir aber den Herrn da noch, der schicksalsbedingt in dein Leben gekommen ist, über eine freundschaftliche Ebene, der vielleicht auch weiß, was hier gerade alles abläuft, eigentlich kein Freund sein möchte. Möglich, dass du den auch über die Arbeit kennst, das kann sein. Und der guckt im Moment in die Liebe. Also der findet dich ganz toll und der hat eine ganze Menge Gefühle, hätte gerne hier den Neuanfang, hat er ja vorhin schon liegen gehabt und stellt sich da schon eine ganze Menge vor. Gut, du hast da noch nicht so ganz, du bist noch nicht ganz so schnell. Vielleicht weißt du schon so ein bisschen was, ja, und hast auch schon so ein bisschen Gefühle für ihn, aber du bist noch recht vorsichtig. Denn wir haben hier so ein bisschen die heimliche Liebe drin, die Liebe, die man nicht ganz so leben kann, die Liebe, die man öffentlich macht, aber wir haben auch Herzschmerz hier und den Kummer und die Unklarheiten auch noch. Ja, also du darfst noch ein bisschen herzbedingt aufräumen und herzschmerzbedingt würde ich jetzt eher sagen. Das ist wichtig, um hier jetzt dann auch komplett losgelöst von dem Herrn hier unten in einen Neuanfang gehen zu können. Ja, und das wäre in dem Fall hier möglich mit dem Herrn, von dem du schon weißt, der auch Seelenpartner ist. Und
du hier natürlich auch unter Umständen schon von ihm gehört hast, was er da in deine Richtung beabsichtigt und dass er nicht mehr nur Freund sein will, sondern mit dir schon auch eine Beziehung und Liebe leben im Kopf hat. Ja, der hat ja hier auch eine Entscheidung liegen, die der vielleicht auch gerne von dir irgendwann hätte. Das weißt du auch und hier liegt auch eine positive Entscheidung drin, die noch ein Geheimnis ist. So, das Geheimnis haben wir jetzt aber gelüftet und die Entscheidung liegt da innerhalb der nächsten 2, 3 Monate. Wir haben hier auch die Veränderung, die auch viele Veränderungen beinhaltet in der Beziehung, dann die stabile Beziehung, die dir sicherlich auch Gedanken macht. Auch wenn hier noch ganz viel Kummer und ja, ich weiß noch nicht, und wie geht das aus? Und wie dividieren wir uns auseinander? Und wie auch immer mit dem Ex liegt. Nichtsdestotrotz, da läutet schon jemand anders an. Du wirst wissen, wer das ist, wenn du sowas in deinem Leben hast. Und die Veränderungen in der Beziehung sind hier in der Reihe auch schon möglich, wenn du es zulassen möchtest, innerhalb der nächsten 2, 3 Monate. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Karten, Unklarheiten, Kummer wegen Trennung ja noch recht mittig im Kartenbild liegen. Wird sich das sicherlich auflösen? Wie wir ja wissen, geht das in die Richtung rüber. Und dann haben wir hier zwar noch die Beendigung in der Beziehung, vielleicht noch ein bisschen hier. Wie geht es finanziell aus, weil wir noch irgendwas vielleicht zu klären haben? Aber wir haben hier die Liebe, die man öffentlich macht, die Beziehung, die gefühlvoll ist. Da ist man zwar hier noch ein bisschen vorsichtig, weil da unten der Fuchs dran liegt. Man hat ja gerade erst so eine nicht ganz einfache Bindung beendet. Aber wie gesagt, letztendlich gesehen, hast du hier auch die Tendenzen drin von den Reihen, die jetzt auch deine Zukunft beschreiben, dass du hier einen positiven Neuanfang drin hast, die Liebe, die dann plötzlich auch öffentlich gemacht wird und dann kann das hier auch in die Entscheidung gehen, in die Verankerung gehen. Die Beziehung ist hier jedenfalls nicht oberflächlich. Also so würde ich das jetzt nicht sehen. Der Herr hat andere Absichten. Gut. Dann gucken wir noch mal auf euch beide, ob sich das da so auch rauskristallisieren wird. Gut, wir haben hier den positiven, schicksalhaften Neuanfang. Da will ja jemand dann kein Freund sein, der möchte eindeutig hier etwas anderes.
Der hat Gefühle für dich, die im Moment er hier noch ein bisschen zurückhält. Doch die Überlegung, kommt man hier jetzt in Veränderung oder nicht? Wir haben auch Kontakte. Gut, vielleicht kommt da von deiner Seite auch mal nichts, weil du da gerade ja noch im Beenden von etwas bist. Er weiß, dass du Ängste hast. Er macht sich hier so ein bisschen falsche Gedanken, weil er hier natürlich auch liegen hat, dass er noch nicht ganz genau weiß. Kommt er jetzt weiter mit dir oder nicht? Ja, also das ist jetzt hier nicht wirklich was Oberflächliches. Also, wie gesagt, das sind Ängste, die hier liegen und die werden hier sicherlich rausgehen. Und dann haben wir hier eine glückliche Beziehung mit einem glücklichen Neuanfang, relativ plötzlich. Der ist auch ein bisschen vorsichtig, was hier Gefühle angeht und hat da sicherlich auch schon seine Erlebnisse gehabt. Ja, wir haben letztendlich gesehen, hier auch eine Beendigung liegen. Das wird wahrscheinlich da eine Ex sein. Also das ist durchaus möglich. Oder die ist auch nicht weitergekommen, falls sie Ambitionen in seine Richtung hatte und sich da was vorgestellt hat. Also muss sie leider hier sehen, dass sie da nicht weiterkommt. Ja, gut. Gehen wir davon aus, dass wir hier unten in der Ecke noch den Bären haben, der sehr seine Finanzlage gerade im Kopf hat, die Liebe seines Lebens leben möchte mit der Dame, die in der Reihe liegt. Wir sind jetzt aber gerade noch ein bisschen blockiert, weil wir hier noch Thematik haben, was die Finanzlage angeht. Und deshalb haben wir uns gerade zurückgezogen und so ein bisschen dicht gemacht in Richtung seiner neuen Frau, Freundin, die bislang da eine heimliche Liebe für ihn hatte, jetzt aber weiß, dass hier Veränderungen stattfinden. Und sie sicherlich auch davon weiß, dass ihr beide euch getrennt habt. Das kann man auch so sehen und erklären. Ja, hier also sieht es so aus, dass die Entscheidung hier kommen wird. Von dir sicherlich auch, wenn wir das hier jetzt wieder wegnehmen. Liegt unter dir die Entscheidung. Und der Neuanfang dann, der schicksalsbedingt kommt. Im Moment, wenn wir die Zeitkarten nehmen, sind wir hier wieder in Richtung Sommer unterwegs. Du guckst aber in schicksalhafte Veränderungen, die hier auch liegen. Und der Zeitfaktor geht in die nächsten 2, 3 Monate. Gut, rechnen wir 2, 3 Monate drauf, sind wir auch in Richtung fast Mitte des Jahres. Hier kommt eine Einladung, die hier sicherlich ins Glück gehen wird. Und dann gibt es hier auch die Gespräche über die Liebe, über die Veränderung und. Ja, da ist also viel Bewegung drin. Nach hier so ein bisschen auch Herzschmerz, Trennung von einem Ex, betrogen, belogen worden zu sein, was natürlich nicht ganz einfach ist. Das auch loszulassen, das zu verarbeiten, um dann auch ohne diese Angstgefühle, die hier ja noch sind, wirklich in eine neue Beziehung zu starten. Ja, was hier ja noch liegen, der Neuanfang ist noch nicht so, die wäre im Moment nicht der richtige Zeitpunkt oder wäre im Moment eine falsche Entscheidung. Es wäre vielleicht auch noch nicht das Richtige mit den Veränderungen, dass man hier jetzt schon einen Neuanfang mit einem anderen Mann hat. Das ist alles noch zu früh und was weiß ich nicht noch, was hier da alles durch den Kopf geistert. Aus Angst, ja, da liegt ja Angstfaktor drunter. Aber gut, man kann es ja auch langsam angehen lassen. Ne? Ich muss das ja jetzt nicht von heute auf morgen da überstürzen, denn das hier beginnt ja auch komplett neu. Das ist ja nicht eine Sache, wo man hier schon irgendwo ganz gewaltig und lange und wie auch immer miteinander ist. Das würde ich jetzt hier nicht ganz so sehen. Gut, du hast auf jeden Fall den Erzengel Fürst Metatron an deiner Seite mit der Aufgabe, die Schmerzen zu überwinden, wieder Ordnung zu schaffen, in dir selbst, in die Ruhe zu kommen, um sicherlich hier dann auch aus einem neuen Blickwinkel heraus und
im Weitergang für mich zu erkennen, zu wissen, wo soll es jetzt mit mir hingehen, was ist jetzt mein Lebenssinn, wie wird es mit meinem Leben weitergehen. Und dazu gehören ja dann auch Entscheidungen, die noch hier ein bisschen mit Angstfaktoren eben behaftet sind, aber nicht allzu lange. Also das glaube ich jetzt nicht, dass du da lange drin hängen bleiben wirst. Du hast hier lange genug gekämpft und es ist schließlich und endlich hier auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir das tun, denn meistens bringt es nichts. Und ja, hier kommt eine Gefühlsebene, eine ganz andere rein, die jetzt wirklich von Verbundenheit, Zartheit, Anerkennung, dich beschützen, hinter dir stehen, zu dir stehen, mit dir sein, verläuft und nicht, ich rede nicht mit dir und ich mache, was ich will. Ja, hier ist die Chance, das Risiko, jetzt etwas Neues einzugehen, mutig zu sein, die Chance zu ergreifen und mir den Herrn da wirklich mal anzugucken. Klar haben wir hier noch vorhin so ein bisschen die Angst ums Geld gehabt, aufgrund dieser ganzen Trennungsaktion, wie es da ausgeht. Aber gut, hier sieht es positiv aus. Also das hatten wir ja dann in der zweiten Lage bei dir vorhin auch schon drin, dass sich das verändern wird. Und das Ganze wieder in die Stabilität und ins Wachstum geht. Ob du den Herrn da jetzt aus der Vergangenheit kennst, das wirst du wissen. Ich meine, wenn der freundschaftlich reinkommt, kann das uns natürlich sein. Schulfreund, was weiß ich, der erste Liebespartner, was auch immer. Oder jemand, der schon immer mal Gefühle für dich hatte, aber nie über eine Freundschaft das Ganze hinausgegangen ist. Und das wirst du sicherlich wissen. Nee, das sind zu viele. So viel brauchen wir jetzt nicht. Gut, die Karten wollen nicht mehr. Dann nehmen wir andere. Da ist der beste Freund. Ob er so dein bester Freund ist, das wirst du wissen. Auf jeden Fall konntest du dich bis jetzt auf ihn verlassen. Und scheinbar kennt ihr euch da wirklich schon um einiges länger. Also du wirst dir scheinbar ein bisschen Zeit lassen. Das ist auch gut so. Ja, denn du hast hier noch ein bisschen was zu verarbeiten. Es wird hier also durchaus weitergehen. Wir haben ja auch Veränderungen mit euch drin. Der Herr weiß aber, dass du hier vorsichtig bist. Und der lässt dir auch die Zeit. Also so kommt der rein. Ja, der ist liebevoll, der ist gebildet, der redet aber auch durchaus, das ist eindeutig da. Der ist auch recht positiv, das kommt hier genauso rein, hat hier auch so ein bisschen Ängste, dass das mit dir halt nichts wird. Dass er da vielleicht umsonst wartet. Er hat hier die heimliche Liebe drin. Ja, aber auch hier wird jetzt gesagt, dass du hier zu einer Entscheidung kommen wirst und das, wie gesagt, auch nicht lange dauert
Und dann spielt diese Sanduhr hier sicherlich auch nicht unbedingt die Rolle, die hier ein bisschen eine Warnkarte ist, dass hier nicht allzu viel Zeit verschwendet werden sollte mit Warten und ja, feststecken bleiben in dieser alten Beziehung und Angst haben, ja, hier auch befangen zu sein. Weil ich ja jetzt einige Erfahrungen gemacht habe, unter Umständen auch noch was mitbringe aus der Kindheit, und da mehr als vorsichtig bin. Ja, das eine ist okay, ich muss es erst verarbeiten, sonst würde hier dieser Neuanfang sicherlich ja, auch nicht ganz so laufen, wie er sonst laufen sollte. Ja, gut, die Karte passt. Darum, heile dein Herz. Heile erstmal dich. Erkenne dich wieder als die Frau an. Das darfst du hier mit dem Herrn lernen. Der hat diese Zeit, die du noch brauchst und lässt hier das auch. Hier darfst du Frau sein. Hier musst du nicht tun und nicht machen. Der Herr möchte etwas von dir. Ja, und er wird auch tun. Und in dem Fall kannst du mit dem lernen, dich selbst zu heilen, in die Selbstliebe zu kommen, dein Herz wieder zu öffnen, um dein Herz dann auch wieder verschenken zu können oder die Liebe dann wieder geben zu können. Also das hast du hier mit dem auf jeden Fall im Kartenbild. Ja. Ja, den hatten wir gestern. Eine Liebe wächst, ja, die darf dann auch wachsen, gerade und ausgerechnet und ganz besonders bei dir. Dass du hier auch wieder ins Vertrauen kommst und hier dann sicherlich auch diese feste Bindung leben kannst. Der Herr wird sich ziemlich offensichtlich melden. Ihr habt hier die Leichtigkeit bereits im Sommer mit Gemeinsamkeit, Zweisamkeit, Aktivitäten und vielleicht auch Urlaub, je nachdem. Ja, also das ist hier auf jeden Fall wichtig. Klar. Haben wir hier noch mal Miss Charming und du bist da recht vorsichtig, du möchtest nicht mehr auf Süßholz raspeln reinfallen. Nein, der raspelt auch nicht süß. Ja, und der redet auch nicht über Süßholz. Nein, das hat vielleicht eher der andere gemacht. Aber wie gesagt, du kannst hier das langsam angehen und mit dem hier durchaus den Mittelweg finden. Das Ganze hier in aller Ruhe zu beginnen, um auch erstmal für dich in die Heilung zu kommen. Ja, dann gucken wir doch mal, ob hier die Tarotkarten uns das Ganze auch nochmal bestätigen. Das sieht ja schon ganz gut aus, aber dieses Mal ist nicht der Herr, der hier noch ein bisschen arbeiten muss an sich selbst. Nein, das bist diesmal du. Oder für die Herren, die hereinschauen. Guckt euch bitte noch mal selbst an, wenn ihr da Altlasten mitbringt. Ja, hier ist noch ein bisschen Herausforderung da, Schritt für Schritt da rauszukommen aus dieser Vergangenheit. Langsam aber sicher dann auf ein neues Ziel zuzusteuern, was manchmal schon ein bisschen Anstrengung bedeutet. Aber ich denke, das wissen wir alle, die hier schon mal in solchen Situationen gesteckt haben. Ja. Der weiß, dass er mit dir arbeiten will. Und dass es hier sicherlich auch noch ein bisschen braucht. Deshalb werden wir das auch gemeinsam tun. Ja.
Ja, ne, das sind die 7 der Münzen und das ist halt so ein bisschen noch Arbeitskarte. Wir werden uns hier mit viel Geduld dem Ziel nähern und Hindernisse aus dem Wege räumen. Es ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Der lässt dir die Zeit, der bringt die Geduld mit, er liebt dich, er möchte diese erfüllende Partnerschaft mit dir leben und ihr kommt da auch beide letztendlich gesehen an. So, und die Mäßigkeit, die sagt hier auch nichts anderes, dass hier viele Gefühle da sind, ihr auch gemeinsam immer wieder einen Mittelweg findet, was ja hier auch schon öfter gefallen ist, um hier miteinander weiterzugehen und diese ganze Sache hier und diese Partnerschaft jetzt auf ein ganz anderes Niveau zu stellen. Auf jeden Fall nicht mehr das, was ihr beide da kennengelernt habt, oder du jetzt gerade erst vielleicht vor kurzem abgeschlossen hast, wo noch Restbestände da sind, sonst wären ja auch keine Ängste da. Aber wie gesagt, du hast hier nach den Tendenzen die Chancen mit diesem Mann. Die 3 der Kelche sagt nichts anderes. Wir haben hier also auch nochmal diese erfüllende, bereichernde Partnerschaft auf Augenhöhe mit der Liebe, die jetzt in dein Leben kommen darf. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und genau das, das wisst ihr. Und ja, einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart, reingeschaut habt und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich drücke euch alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Bye, bye.